Jeder ist der Größte, alle haben Riesenprojekte in der Mache, jeder Idiot hängt am Handy und alle reden nur Scheiße, 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 Scheiße. Hab ich doch keinen Bock auf. Also ich kann das nicht mehr hören, das kotzt mich an. Und kein Schema von dem hat wirklich passiert, aber rumblöken. Da drehe ich mich überhaupt auf. Muss man nicht hingehen auf so eine Scheißparty, ne? Kann man hier rauchen? Klar. Das ist auch super, ne? Alle hören auf damit. Keine Zigaretten, kein Alkohol, keiner besäuft sich mehr, da habe ich überhaupt keinen Bock auf. Diät-Tipps ohne Ende. Die Typen nur noch geil auf ihre Jobs und die Frauen legen sich Muskeln zu. Wer hat denn da Bock auf? Wir müssen entschuldigen, aber ich habe den ganzen Abend die Klappe gehalten. Hey, kein Problem, nur zu. Wissen Sie, über was die stundenlang diskutiert haben? Damenbinden. Ja, jetzt sind Sie dran. Wer hat denn da Bock auf? Haben Sie da Bock auf? Welche Binde beim Krafttraining die beste ist? Und die beste heißt trocken. Ich möchte mich trocken fühlen. Ich will trocken sein. Ich will nicht schwitzen. Ach, Löcher. Ja, und Joghurt nur noch aus dem Glas, ne? Klar. Weil der schliert nicht so. Der suppt nicht. Na, hier, das sieht doch gut aus. Hier können Sie mich rauslassen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt ziehe ich mir eine dicke, fette Currywurst rein. Eine Riesentüte Pommes rot-weiß. Ein paar Bierchen dazu. Und da gehe ich eine Runde ficken. Da habe ich Bock auf. St. Pauli-Nacht. Der neue Film von Sönke Wortmann.